Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 2. Mein Name ist Fasarulas LP und ich begrüße euch ganz herzlich. So, wir nehmen uns erstmal hier volle Munition. So, noch die Thompson hier. Und dann die Pumpgun hier auch noch ein bisschen voll. So, und jo, dann steigen wir mal in diese schöne Karriere ein. So. Komm, Mr. Don, bitte steig ein. Wir haben ja in letzter Zeit, in der letzten Mission wurden wir ja hier überfallen in unserem leckeren Mittagessen. Und nach mehreren Versuchen haben wir es dann auch geschafft, die Fieslinge da zur Strecke zu bringen. Und jetzt müssen wir den, der uns verraten hat, also den eigentlichen Chauffeur von unserem Don zur Strecke bringen. So. Mal kurz andere Kameramodus an, sonst erkennt man hier gar nichts. So, ich habe übrigens, ich weiß nicht, ob er es mitbekommen hat, ich hatte mich zum, mich bei Channel Judges beworben. Die bewerten eben YouTube Let's Player Kanäle und die haben einen super netten Judge gemacht, also nett, was heißt nett, sehr fair bewerten, muss ich sagen, und super nett. Jetzt weiß ich, an was ich noch arbeiten muss. Und ich werde euch das Video mal einfach in die Beschreibung verlinken oder hier unten rechts oder oben rechts in die Ecke oder so. Weiß ich noch nicht genau wie. Und dann könnt ihr es euch mal anschauen. So, eine der Sachen war, ich soll langsamer sprechen. Das versuche ich jetzt auch gerade hier, weil ich habe es selber mitbekommen beim Anhören. Ich spreche schon verdammt schnell und verhaspel mich deswegen auch ein wenig oft. So, jetzt fahren wir hier nach rechts rum. Ich kenne ja zum Glück den Weg halbwegs außer die Adler, weil das war ja eigentlich völliger Blödsinn, wie ich hier gefahren bin. Wir fahren nochmal, drehen nochmal um und nehmen die andere Brücke. Ist ja, glaube ich, die Zugbrücke, was das da ist. Genau, ist die Zugbrücke, genau. So. ja, das Ganze, ich glaube, das sind 3 oder 4 Leute da, die man noch umlegen muss. Der eine hat eine Magnum in der Hand, der ist recht stark, aber wir haben ja doch noch recht viel Leben, muss man sagen. Also ich denke mal, das sollte kein Problem werden. Noch kurz hier rum. Mir ist aufgefallen, ich bin in dieser Mission auch nicht von der Polizei angehalten worden. Das ist ja schon mal was Besonderes, würde ich sagen. Unfall haben wir auch noch nicht gebaut, ne? Danke. Letztens hat mir übrigens noch jemand in die Kommentare runtergeschrieben, ob ich in Mafia 1 mit Grafikmod spiele, der die Grafik verbessert. Nein, ich wusste gar nicht, dass es einen Grafikmod gibt. Ich habe mich aber mal informiert. Der Grafikmod soll die Sichtweite verbessern. So. Und jetzt sind wir auch schon gleich am Ziel. Pass auf, aus dem Weg! So. Ah, da kommt jetzt natürlich die Polizei. Ich sollte nicht aussteigen, wenn man eine Waffe in der Hand hat. Ja, ich denke mal, ich fahre einfach weg hier. Und komme dann gleich nochmal wieder, weil... kein Bock jetzt hier auf Schießerei. Mal Leben brauchen wir sowieso genug. Und ja, ich könnte bei der Verfolgungsjagd natürlich auch Leben verlieren. Aber das könnte schon passieren. Aber ich denke mal, das ist die sichere Variante jetzt, wenn wir hier einfach abhauen. So, ich hoffe gleich weg. Das Zeichen ist... Scheiße. Ich habe sie noch mal auf dem Radar gesehen und... Au! Willst du mich umbringen? So, ja, noch mal ein paar Leben verloren. Was soll's? Gesucht, ach Gott. Ja, es geht aber weg. Es geht weg. Noch ein bisschen der Polizei ausweichen. Ich hoffe, hatte ich nicht eben gesagt, ja, Strafzettel war es diesmal nicht. Dafür ist es gleich hier gesucht. Ja, super. Na, super, ey. Pass auf, aus dem Weg! Ach, Gottchen. Ich hasse es. Na gut, dann wird die die Mission gesucht genannt. Und ich hau hier mal ein bisschen ab. Aber wir haben ja einen deutlich schnelleren Wagen, als hier jede Polizei es haben kann. Deswegen hoffe ich mal, dass das Ganze jetzt nicht allzu schwer wird.
Schauen wir mal hier hinten rechts rein. Also, wenn ich mich richtig erinnere, das geht's dauert jetzt aber richtig. Lange, Tom. Ja, ich weiß. Ich möchte erstmal von der Polizei abhauen. Fahren Sie hinten rein. Bleibt mal erstmal hier stehen. Hoffe, dass Sie jetzt nicht auf dem Radar erscheinen. Ja, jetzt geht's zurück. Sehr schön. Ja, gleich geht's los. Was mir mal aufgefallen ist, manchmal geht das Gesuchszeichen schneller und manchmal langsamer zurück. Da ist nochmal ein Polizeiwagen. Ja, sie haben uns nicht gesehen, sehr gut. So, ich denke mal, das reicht auch. So, wo sind wir jetzt hier eigentlich? Och Gott, rechts rum müssen wir auf jeden Fall. Und dann wieder zurück zu dem... Ach, da hinten steht ja der Polizeiwagen. Haha. Netter Unfall, ne? Und auf Wiedersehen, Polizei. Hopp, da hinten kommt eine Straßenbahn. Schwebt in der Luft. So. Ach genau, nochmal zurück zum Grafikpatch. Ich hatte überlegt, ob ich den installieren soll. Aber ich habe mich dann doch dagegen entschieden, weil Mafia ist dieses alte Spiel und ich möchte es einfach in der Originalversion spielen. Das ist einfach so... Ja, das ist einfach dieses spezielle Feeling, würde ich sagen. So, wie weit ist es noch? Ja, dann habt ihr jetzt auch mal eine neue Gegend gesehen. Hier wart, glaube ich, noch nie in dieser Ecke hier. So, da ist wieder ein Polizeiwagen. Oh mein Gott, ey. Nein, das kann nicht wahr sein. Ich kann natürlich wieder nicht aussteigen, weil... Ich habe die Knarre in der Hand. Ich glaube, ich hätte die Waffe vorher ablegen sollen. Ach, super, ey. Das dauert aber lange, Tom. Ja, genau. Es dauert echt lange. Aber es halt auch hier liegt noch ein Straßenschild rum. Ich hoffe, die bleiben jetzt irgendwo hängen hier, die Bullen. Was ich aber irgendwie bezweifle. Vielleicht fallen sie ja ins Wasser. Sehr schön. So, jetzt aber endgültig nicht zu schnell und vorsichtig fahren. Jetzt kommen wir hier natürlich wieder raus. Die Polizei hat natürlich keine Ahnung, dass wir hier sind. Aber was soll's. Zurück. Möglichst nah vom Hauseingang. Oh, da hinten kommt schon wieder Polizei. Mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Lalalalalalalala. Wart, bis die um die Ecke sind. So, jetzt rein hier. Bitte warten. Bon Appetit. So. Das erste, was wir natürlich machen, ist die Thompson auswählen, weil, welche andere Waffe sollte man denn schon nehmen? Oh, da spielt ein Grammophon. Carlo, mein alter Freund, jetzt bist du dran. Also los, Tom. Tritt die Tür ein, geh da rein und bring den Bastard um. Hallo, Süße. Und das... Er nimmt die Feuertreppe, Tommy. Schnapp ihn. Hüpfen wir natürlich erstmal aus dem Fenster. Ach Gott. Wo geht's lang? So, wo kommen gleich hier die Idioten raus? Irgendwo. Oh, verdammt, da habe ich mich erschreckt jetzt. So, da kommt einer raus. Sei still, sonst bist du auch dran. So. Mach ihn fertig, Tom. Ja, das war's. Sehr schön. Mit der Thompson kriegt man das. Sei kein Idiot. Er schießt das Schwein. Ja, haben wir doch schon. Wissen Sie was, Boss? Was? Das ist das erste Mal, dass ich jemanden in seinen Unterhosen umgelegt habe. Ah, schon gut. War für mich auch das erste Mal. Es gibt für alles ein erstes Mal. Ja, natürlich auch fürs in der Unterhose umlegen.
So, eine Zwischensequenz. Na, wen haben wir denn da? Wie geht's denn, Sergio? Hältst du dich immer noch aus allem raus? Ich sehe, du hast einen neuen Sandsack. Nun, der Gentleman hier glaubt, dass die Finanzen unserer Gewerkschaft nicht fair sind und will streiken. Ich habe immer gesagt, dass ein Streik eine schlimme Sache ist. Es sei denn, er wird von meinem werten Bruder organisiert und hat ein höheres Ziel. Damit kommen Sie nicht davon. Die Jungs werden es Ihnen zeigen. Ich glaube, du überschätzt ihren Mut. Miese Kakerlake. Leider bin ich nicht zum Diskutieren gekommen. Wir würden Sie gerne mit einigen unserer Vorstellungen über Gewerkschaften in unserem freien Land bekannt machen. Macht weiter, Jungs. Oh, das ist natürlich eine Gewerkschaft. Womit haben wir diese Ehre verdient? Salieri lebt. Was? Wie hat er überlebt? Leider können wir das niemanden mehr fragen. Unsere Männer sind tot, die Restaurantgäste sind tot. Genau wie diese Ratte, Carlo. Könntest du bitte die Klappe halten? Wir versuchen hier zu reden. So redet man nicht mit Mr. Morello. Arsch. Teufel. Ich hätte es selbst machen sollen. Wie konnte der alte Bastard so viele unserer Jungs umbringen? Er ist genauso alt wie ich, also unterschätze ihn nicht. Davon abgesehen, war er vielleicht nicht allein dort. Ich denke, sie überlegen, wie sie uns loswerden können. Und was sollen wir tun? Wir müssen uns etwas ausdenken. Passt in der Zwischenzeit gut auf eure Ärsche auf. Die hetzen jetzt sicherlich ihre besten Leute auf uns. Heißt das Krieg um jeden Preis? Es ist schon seit einiger Zeit Krieg. Jetzt umso mehr. Pass auf dich auf, Bruder. Boss, sieht so aus, als hätte er genug. Was sollen wir mit ihm tun? Keine Ahnung. Macht ihn fertig und werft ihn ins Meer. Ja, neues Auto wurde zur Werkstatt hinzugefügt. Laserter V16 Roadster Grün. So, ihr seht, der Krieg spitzt sich zu. Und machen wir noch die Zwischensequenz. Happy Birthday. Tommy, dieser Mordversuch bedeutet, dass Morello uns offen den Krieg erklärt hat. Wir müssen uns um ihn kümmern. Wenn Morello keine Komplizen unter den Politikern und anderen wichtigen Organisationen hätte, wären wir annähernd gleich stark. Wenn wir diese Leute liquidieren, wird unser Gegner erheblich geschwächt. Das ist es also, was wir tun müssen. Seine starken Kontakte eliminieren. Richtig. Und wie wir alle wissen, müssen wir einen offenen Krieg vermeiden. Holt euch die Generäle, dann geben die Soldaten kampflos auf. Das ist der Plan. Wir machen sie einen nach dem anderen fertig. Was meinen Sie genau? Der erste in der Reihe ist der Stadtrat, der uns solchen Ärger gemacht hat. Morello hat ihn in die Politik gebracht. Das macht ihn zu einem starken Verbündeten. Wir kümmern uns nach dem Jungen um ihn. Und das bedeutet heute. Der Stadtrat feiert seinen Geburtstag und hat beschlossen, einen großen Empfang zu geben. Der Empfang ist auf einem Dampfer mit Feuerwerk und dem ganzen Kram. Und er wird eine Rede für die Paparazzi halten. Da werden eine Menge Leute sein, die nichts gegen uns tun werden, wenn sie sehen, was mit ihm passiert. Klingt ziemlich riskant. Ist aber das Risiko wert. Vincenzo kennt den Plan. Okay. Wie gesagt, es ist auf einem Dampfer. Wird nicht ganz einfach, ohne Einladung reinzukommen, aber du schaffst das schon, Tom. Versuch vor allem, kein Aufsehen zu erregen, bevor wir das Ziel erreicht haben. Natürlich kriegst du keine Waffe an der Security vorbei, aber dafür ist bereits gesorgt. Also, sobald du an Bord bist, musst du zu einer der Männertoiletten gehen. Dort ist ein kleiner Revolver verborgen. Anschließend wartest du ein Weilchen draußen. Der Stadtrat versteckt sich wahrscheinlich in seiner Kabine. Aber zu Beginn der Feier kommt er für seine Rede nach draußen. Das ist ein großer Auftritt. Du nietest ihn während seiner Rede um, Tom. Es muss in der Öffentlichkeit passieren und die Rede bietet sich geradezu an. Da werden jede Menge Leute sein, die du beschuldigen kannst, sobald alles vorbei ist. Und was dann? Ich würde gerne in einem Stück zurück an Land kommen. Danach wird die Hölle los sein. Es werden Sicherheitsleute an Bord sein, aber in dem Chaos müsstest du an ihnen vorbeikommen. Falls nicht, geh zum Bug. Pauli kommt dann mit deinem Boot und bringt dich sicher raus. Was ist los, Tommy? Es wird nicht leicht, aber das schaffst du doch. Okay, ich mache es. Einfach so, okay. Das Boot liegt am Ufer bei Central Island vor Anker. Du gehst besser los, sonst verpasst du es. Behalte die Zeit im Auge. Buona Fortuna, Tom. Yay. Ja genau, ihr habt's gesehen, die Ansprache für die nächste Mission. Und ich sag, ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.